EA Games. Challenge everything. Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu, ihr seht richtig, Need for Speed Underground 1, meine Freunde, aus 2003. Ja, ich klicke mal direkt hier mein Fahrerprofil an, was ich schon erstellt hatte, extra fürs LP. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Warum das Ganze überhaupt? Ist ja eigentlich recht, wie soll ich sagen, abrupt, dieses Let's Play. Nee, ich hatte, glaube ich, in der vorletzten Folge von Need for Speed 2015 gefragt, ob ihr da mal Bock drauf hättet, und ich dachte mir einfach, komm, mach's da einfach. Weil, ehrlich gesagt, habe ich selber richtig Bock auf dieses Spiel. Ist auch mein persönliches Lieblingsspiel ever. Also jeder hat ja so sein Spiel, wenn dich jemand fragt. Ich überspringe das mal einfach wieder. Ich hoffe, wenn ich hier reingehe, kommt das nicht wieder. Man hat halt dieses eine Spiel, wo, wenn dich jemand fragt, welches ist eigentlich dein Lieblingsspiel? Bei mir ist es Underground 1. Warum? Ich kann es selber nicht erklären. Für viele ist Underground 2 der bessere Underground-Teil, weil, ja, du hattest diese freie Fahrt, du hattest mehr Tuning-Teile, ganz klar. Aber Underground 1 ist meiner Meinung nach ein richtig geiles, arkadiges Rennspiel. Und meiner Meinung nach auch der beste Need for Speed-Teil, der jemals rausgekommen ist. Ich habe auch die alten Teile gespielt, keine Angst. Ich habe Underground, ja, wollte ich gerade schon sagen. Ich habe Hot Pursuit, ich habe High Stakes, ich habe Need for Speed Porsche damals gespielt, Need for Speed 2, 3. Alles hammergeile Spiele, aber Underground 1 macht das, was es machen soll, richtig gut. Und ich habe das Spiel jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 12 oder 13 Mal durchgespielt. Ich muss raten, aber so um den Dreh müsste das richtig sein. Grafik und alles habe ich schon eingestellt. Ihr seht das schon, das Spiel läuft astrein auf, ja, Full HD, 1080p. Gab es, glaube ich, auf YouTube als Let's Play so noch nie zu sehen. Ich glaube, ich bin der Erste, der das so aufnimmt. Ich habe das so gefixt. Das läuft wirklich in Full HD mit 60 FPS. Richtig, richtig Bombe. Auch im Menü, im Rennen, alles Knorke, kann man anders nicht sagen. Und was haben wir denn hier? Automatik, ja, das lasse ich mal. Automatik lasse ich mal in Underground, weil das gehört sich so. Traktionskontrolle lassen wir auch einfach mal ein. Scheiß dort drauf. Gut, die Musik läuft auch. Ich werde da nichts ausstellen. Und, nee, warte mal, bei einem Lied, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Moment, wo ist es? Und zwar in die Hand. Nee, das ist auch. Gut, ich hatte das nämlich vorher geprüft, hatte ein Video hochgeladen mit allen Liedern drin. Und ja, das eine Lied macht mir da immer so einen Strich durch die Rechnung. Aber ich will gar nicht mehr so viel brabbeln. Ich rede so viel. Es tut mir leid, Leute. Wir werden natürlich richtig den Underground-Modus machen. Wir drücken einfach mal. Ah, ich spiele übrigens mit dem Xbox One-Controller. Läuft sehr nice. Ja, willkommen im Underground-Modus. Deine Karriere als Rennfahrer beginnt hier. Nimm es mit den härtesten Jungs der Straße auf und beweis, dass du der beste Fahrer bist. Sieger sammeln tolle Boni und Upgrades ab. Verlierer können nach Hause gehen. Ja, meine Freunde, so sieht's aus. Wir sollen uns an die Spitze der Stadt hier erkämpfen, der Rangliste in Underground und in dieser fiktiven Stadt. Und ich denke, wir starten einfach mal. Ich drücke mal annehmen und dann geht's los. Viel Spaß, meine Freunde.
Und da geht's auch schon los, meine Freunde, mit Nate Dogg, Keep It Coming. Ja, normalerweise läuft dieses Healy ja immer nur im Menü hier. Ich habe das aber umgestellt. Dann haben wir einfach eine größere Vielfalt in den Tracks hier. Ach, ist das herrlich. Schön mit der Integra hier anfangen. Und das auf der Grafik, mit der Auflösung. Einfach herrlich. Gibt einfach nichts Besseres. Ja, Underground 1 kam ja damals 2003 raus, als die Fast and Furious Filme ihre... Ja, in den Startlöchern standen. Der erste Teil kam glaube ich, raus, Fast and the Furious. Und ja, Underground hatte den Zeitpunkt richtig abgewartet. Was ist abgewartet? Ich denke, es war gar nicht so geplant. Aber die dachten sich, komm, wir gehen mit der Zeit. Tuning ist total in. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und da hauen wir so ein Tuning-Rennspiel raus. Finde ich ein schöner Schachzug gewesen. Ja, das war damals auch, muss man einfach mal so sagen, EA war so um die 2000 bis 2005 war das eine richtige Videogame-Company, kann ich mal so sagen. Also die haben wirklich sich richtig derbs Mühe gegeben mit ihren Games. Und das, finde ich, sieht man bei diesem Underground-Teil einfach richtig gut. Du hast für jedes Auto, das muss man sich mal reinziehen, für jedes Auto hast du jedes Tuning-Teil, was es in diesem Spiel gibt, hast du auch in diesem Spiel. Bei Need for Speed 2015 ist es ja so, du hast bei keinem Auto alle Teile. Eigentlich hast du bei jedem Auto hast du... sag ich mal, so 3-4 Teile eigentlich Maximum, ne? Also es ist teilweise echt lächerlich, muss man sagen, ne? Und deswegen liebe ich einfach auch diese Vielfalt in diesem Teil. Du kannst richtig dich kreativ auslassen. Bei Underground 2 natürlich noch mehr. Ganz klar. Aber das fand ich schon so ein bisschen übertrieben, so, ne? Over the top, so mäßig. Hier war das so richtig abgestimmt. Und auch die Story, muss ich einfach sagen. Ich hatte das Spiel übrigens schon mal Let's Played. Aber das war ganz zum Anfang meiner... Ich will nicht sagen Let's Play Karriere. Das war halt ganz am Anfang schlechte Qualität und. Davon träumst du? Das ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen, das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Ja, vielen, vielen Dank, Samantha. Ja, wir haben halt jetzt unsere Autos hier zur Verfügung. Welchen wir wählen, liegt ganz, ja, in dem Fall bei mir. Wir haben zum einen den Volkswagen Golf GTI. Ja, erstmal ein richtig schickes Auto direkt hier als erstes. Ich fahre ja selber auch einen Golf GTI, deswegen würde das eigentlich ganz gut passen. Dann haben wir noch den Honda Civic. Auch ein richtig geiles Auto. Den Peugeot 206. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dann haben wir noch den Mazda MX-5, wo ich sagen muss, meiner Meinung nach das beste Auto im gesamten Spiel, denn du hast einfach ein krasses Handling, was dir sehr eine Karten spielt bei diesem Game. Dann hast du eine richtig krasse Beschleunigung. Höchstgeschwindigkeit ist jetzt nicht der Hit, aber das reicht auch vollkommen aus. Dann haben wir noch den Dodge Neon, den ich definitiv nicht nehmen werde. Den finde ich so hinfällig in diesem Spiel, aber gut. Ja, die Wagenauswahl ist meiner Meinung nach auch eigentlich getroffen. Bis auf den Neon kann man eigentlich sagen, dass die Wagenauswahl die richtig gut ist. Ja, die Entscheidung steht ja zwischen dem Golf GTI und der Civic. Ja, was machen wir da jetzt? Ene, mene, miste. Nein, Quatsch. Was machen wir? Nehmen wir den Golf oder nehmen wir die Civic? Das ist natürlich jetzt die Frage. Civic ist schon geil, ne? Aber Golf ist auch geil. Ja, die Folgen übrigens werden immer so um die halbe Stunde. Ich denke mal, da kann man sich gut einpendeln. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Sagt mal was, schlag mal was vor. Ich höre euch nicht. Honda Civic? Machen wir Honda Civic? Komm, machen wir. Da haben wir zwar kein Geld mehr für Tuning. Sehen wir ja rechts oben auf unserem Konto befinden sich 10.000 Ocken. Und 10.000 kostet der Civic. Und rechts unten haben wir halt diese Sternebewertung. Und unsere Style-Punkte. Ja, umso höher halt die Sternebewertung ist, umso eher kommen wir auf Magazine. Es gibt ja hier Cover. Und ja, unsere Style-Punkte sorgen halt dafür, dass wir neue Teile freischalten. Aber normalerweise läuft das meistens über Rennen. Zum Beispiel bei Turnieren kriegst du halt Leistungstuning-Teile. Und ja, so Style-Punkte bringen halt so, wie soll ich sagen, so Aufkleber und Decals, ne? Ja, ich weiß es nicht, aber Golf ist halt auch geil, ne? Komm, wir machen Golf. Dann haben wir noch 2.000, können wir sogar auftunen. Auf geht's! Mann, das war echt schwach. Was? Melissa. Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. Nur wir beide, du und ich.
Das kriegen wir locker hin, komm! Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. So sieht's aus. Wir haben hier die Rennkarte, hier haben wir halt diese verschiedenen Rennen. Wir haben halt zu Anfang einen Rundkurs, einen Sprint, einen Drift, einen Drag und einen runden K.O. Sozusagen alle Spiel- oder Rennmodi, die wir halt in diesem Spiel haben, haben wir direkt als erstes vorliegen. So, wie viel Kohle haben wir? 2000. Rein theoretisch könnten wir ja schon mal tunen, oder? Was sagt ihr dazu? Ich denke mal, das werden wir auch machen. Aber diese Videos sind einfach so episch geil. Willst du cool aussehen und schnell fahren? Kauf deine Upgrades bei mir und du wirst schnell zur Elite gehören. So, hier haben wir halt, Aussehen können wir verändern, Leistung können wir einfach verändern. Momentan noch nicht, wir haben noch nichts frei. Upgrades kaufen und einbauen, um aus einer Katze einen Löwen zu machen. Leistungsstatistik können wir uns auch angucken auf P. Ja, hier sehen wir halt alle Teile, die wir einbauen könnten. Wir sind aber total auf Serie. Ja, 1, 2, 3 sind die Stufen und U steht für Unique, für die einzigartigen Teile, die wir einbauen könnten. Aber gut. Manchmal ist dein Wagen einfach schlecht. Tausch ihn hier ein und weiter geht's. So sieht's aus. Wir haben halt alle Autos hier als Handel, sozusagen als einen Eintausch zur Verfügung. Wir könnten hier einfach, ja, kosten 2500. Aber Geld wird in diesem Spiel nicht so, sagen wir mal, die große Rolle spielen. Deswegen ist das, glaube ich, kein Problem. Aussehen. Wie ziehst du alle Blicke auf dich? Genau, mit ein paar Upgrades an deinem Wagen. Ist richtig. Ja, wir haben halt hier die Unterkategorien, aber da kommen wir noch später zur Karosserie. Eine große Auswahl an Upgrades, mit denen dein Wagen so richtig cool wird. Probier's aus. Mach ich, Baby. Gut. Ach, das ist einfach so herrlich. Du hast hier diese... Das ist einfach richtig... Wie soll ich sagen? Es ist so einfach gehalten einfach, ne? Das ist so... Minimal. Ne, nicht so übertrieben und überladen alles. Gut, was haben wir hier? Wir haben mal diese zwei Schnipper und die Atze. Was machen wir daran? Ich würde sagen, die Ace sieht da am besten aus, ne? Kostet 500. Können wir uns auch leisten. Machen wir die Sniper oder die Ace rein? Theoretisch müssen wir die Ace auch hier ran machen. Dann hätten wir ein Kit. Hier finde ich die Ace auch schöner. Nur hinten ist mir die irgendwie so... Die sieht so rangeklebt aus, ne? Weiß ich auch nicht. Da machen wir die Sniper ran. Gefällt mir etwas besser. Spoiler, machen wir hier nichts ran. Das gehört da nicht ran an so ein Auto. 600 haben wir noch. Können wir uns sogar noch die Tree Slot leisten hier als Motorhaube. Felgen können wir uns aber nicht mehr leisten. Nee. Jetzt habe ich die weggeklickt. Entschuldigung. Erst mit den ganzen Extras aus dem Zubehör wird dein Wagen Spitzenklasse. So ist es. Wir haben noch Neonröhren. Die können wir uns leisten. Haben wir gelbes Neon? Ah, ist gesperrt. Schade. Wollen wir den überhaupt gelb lassen? Willkommen in der Lackiererei. Für einen neuen Look, spritze deinen Wagen oder Einzelteile um. Mach ich. So, wir haben hier Glanzlack, dann haben wir noch... Da muss ich meine Maus leider nochmal ran. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Glanz... Hallo? Wieso kann ich nicht rüber? Warum auch immer ich nicht rüber kann... Hier kann ich rüber, aber wahrscheinlich, weil das noch nicht frei ist. Deswegen wahrscheinlich. Aber gut. Wir haben halt nur diese Farben. Ja gut, nach unten kann ich auch nicht, das wird sein. Wir haben halt erstmal den Glanzlack nur frei. In was sieht denn so ein Golf 4 eigentlich recht gut aus? Rot könnte man machen, oder? Schwarz könnte man natürlich auch mal machen. Schwarz ist übrigens mein GTI. Oder so ein dunkles Blau sieht auch schick aus, ne? Oder so ein helles Blau auch, ne? Haben wir mal das helle Blau rauf. Hat das was gekostet? Nee, hat's nicht. Das war es auch schon wieder bei der Farbe. Felgen können wir uns, wie gesagt, nicht leisten. Dann machen wir mal Neonröhren. Blaues Neon. Oh yeah, das ist einfach so episch, dieses Spiel. So, Vinyls, haben wir da schon was? Das sind große Klebefolien, die du auf deinem Wagen anbringen kannst. Wir haben eine große Auswahl und viele Optionen für die Optik. Nice. Seite. Tier haben wir schon. Tatsächlich. Sag bloß, hätte ich nicht gedacht, dass wir das schon frei haben. Ey, sogar die Vinyls sehen richtig geil aus, zu diesem 1080p-Patch. Hammer. So, was klatschen wir da mal rauf? Was sieht denn gut aus, einigermaßen? Wir können ja mehrere Schichten machen, ne?
Das ist ja das Gute. Guck mal, das sieht schon ganz nice aus. Machen wir mal Tier 21 mal drauf. Jetzt muss ich mit der Maus auf die Vinylfarbe. Jawohl. Was sieht denn auf Blau gut aus? So ein Orange könnte man machen, ne? Oder Schwarz? Gelb hat was. Komm, wir machen mal Gelb. Ja. Farbe ändern. Bitte. So, jetzt machen wir noch eine Schicht mit Tier. Das ist dann da drunter. Bis wohin können wir überhaupt? Okay, ab. 26 ist die Schicht im Schacht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was hier noch drunter passt. Rein theoretisch würde das noch passen, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Aha, aha. Aha. Nein, nope. Vielleicht lassen wir das auch so. Das hätte noch was. Machen wir das nochmal drunter. Muss ich wieder mit der Maus auf die Vinylfarbe. So. Machen wir das auch in Gelb oder in Orange oder so. Und diese Musik, auch die Musikauswahl ist einfach so episch. Das machen wir Orange. Und dann soll es auch erstmal reichen. Gut. Jetzt gucken wir mal Rennen. Ne, Rangliste. Ich zeige euch mal erstmal alles hier. Willst du der Beste sein? Dann kletter die Rangliste nach oben. Wirf nach jedem Rennen einen Blick drauf, um zu sehen, wie du dich gegen die anderen Fahrer schlägst. Danke dir für die Info. Ja, sie hat eigentlich schon alles gesagt, ne? Hier seht ihr, auf Platz 10 ist der Eddie, den wir halt in dem Intro eben gesehen hatten. Der ist mittlerweile am Hochklettern der Rangliste. Oh, geiles Lied. Ja, hier ist er noch nicht drinne. Hier auch nicht, hier auch nicht. Ja, und das finde ich halt auch alles so geil, ne? Du hast zum Beispiel auf Rang 1 bei Drag ist hier der oder die, ich weiß es nicht, Ishii. Oder wenn man die so ausspricht, ich hoffe. Und du hast diese Gegner einfach immer wieder in Rennen. Es sind halt wirklich Personen, fiktive Personen, die du immer wieder in Rennen hast. Und beim Underground 2 war es halt zum Beispiel so, du hast ein Rennen gestartet, aber du hast jetzt immer so hässliche, random erstellte Autogegner. Die Autos waren teilweise einfach episch hässlich. Und das finde ich hier einfach viel besser gemacht. Ich werde mal zwischendurch einfach mal speichern, denn sicher ist sicher, ne? Ich hoffe, das stört euch nicht. Gut. Jetzt gehen wir, was haben wir denn hier? Mit deinem Wagen auf der Titelseite eines Magazins zu landen, ist das Beste überhaupt. Dein Wagen muss dafür aber gut aussehen und schnell fahren. Wenn du dich auf der Straße beweist, landest du schnell auf der Titelseite. Um auf das Cover dieses Magazins zu kommen, musst du eine besondere Leistung erbringen. Ja, zum Beispiel 3 Rundkursrennen gewinnen, wie auch immer. Und dann kommen wir da halt drauf. Willst du deine Leistung festhalten? Dann wirf einen Blick auf die Statistik. Alles über deine Siege, Niederlagen, Stylepunkte. Ja, hier sind halt auch die die Starts. Ich habe das Spiel ja getestet vorher. Deswegen wird das hier wahrscheinlich mit aufgeführt. Aber was soll's. So, Rennkarte, meine Freunde. Auf geht's. José hält dir den Rücken frei. Ein Rundkursrennen über 2 Runden. Hey, Bruder, ich bin José. Sam sagt, ich soll dich im Auge behalten. Meint, du würdest die Straße auf den Kopf stellen. Willkommen auf der Straße und mal sehen, was du so kannst. Dein erster Schritt zum Respekt. Sei schneller als José und 2 andere in 2 Runden am Olympic Square. So, wir haben jetzt hier 3 Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Einmal leicht, einmal mittel und einmal schwer. Die erbringen uns jeweils, ja, mehr oder weniger Geld. Schwer machen wir natürlich, weil schwer ist halt eine Herausforderung. Und eine Herausforderung wollen wir in einem Spiel. Und das finde ich halt einfach so geil. Du hast hier einfach eine Auswahl, ne? Du hast einfach die Auswahl. Was will ich haben? Will ich eine Herausforderung? Will ich einfach nur chillig zocken? Nein, aber ich nicht. Ich möchte auch eine schwere Herausforderung und deswegen geht's los. Ab geht's. Ja, die Ladezeiten sind durch diesen Widescreen-Fix etwas länger, aber das, meiner Meinung nach, geht das noch voll klar. Siehst du, geht eigentlich voll. So. Hier haben wir den José schon. Sein Golf fährt auch einen Golf. Den fand ich früher immer so episch geil, weil der halt schon die Schürzen hat. Deswegen war ich da mal ziemlich neidisch auf den Kollegen. Oh Mann, dieses Spiel weckt einfach so krass viele Erinnerungen von früher. Dass es schon fast nicht mehr normal ist. Ich weiß noch damals, wie war das? Ich hatte das Spiel, glaube ich... Nee, ich hatte das Spiel gar nicht gekriegt. Mein Bruder hatte das bekommen zu Weihnachten. Und wir hatten keine Memory Card. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hatten wir keine Memory Card. Wir haben auch keine gekriegt. Ich weiß es nicht. Also habe ich das Spiel immer wieder neu gestartet, ich Idiot. Jeden Tag habe ich dieses Spiel neu gestartet. Aber irgendwann war halt immer wieder Bettzeit für den kleinen Ruven. Ja, ich bin jetzt 24, 2003 kam das raus. Das war vor 12 Jahren. Da war ich 12 Jahre alt. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich hoffe, ich hatte jetzt keinen Rechenfehler drin.
Und auch die Musik und diese Optik. Ich meine, wir haben wirklich hier immer dieselben Rennstrecken und wir haben auch keine frei befahrbare Gegend hier oder so. Aber warum sollte man das haben? Ganz ehrlich, bei Underground 2 war es so unnötig, bis auf die Shops, die du halt suchen musstest, was halt auch wirklich sehr cool gemacht war. Das mal nebenbei. Aber sonst war das doch recht überflüssig, oder? Gab halt auch viele, du hattest ja bei Underground 2 die Möglichkeit, dass du sagst, ich gehe in meine Garage und wähle da die Rennen aus. Das haben halt auch mega viele gemacht, ne? Weil sie keinen Bock hatten rumzufahren. Was ich verstehe, ganz ehrlich. Ich hatte auch nie Bock, ganz oben aus der Jackson Heights runterzufahren, um dann das URL-Rennen am Flughafen zu starten. Das war immer sehr belastend. Und das finde ich hier einfach richtig gut gelöst. Und es ist auch einfach so geil gemacht, du hast dein Anfangsauto, hast keine Leistungsteile, musst die Teile erst richtig freischalten und das Flair und das Setting und ist einfach so episch gemacht, es passt einfach so gut, dass es schon wieder zu schön ist. Und das Spiel ist auch immer so, wenn ich meinen PC neu aufsetze oder so, ich muss das Spiel immer auf dem Rechner haben. Immer. Immer, das wird immer installiert. Ist schon leicht krankner, muss ich zugeben. Aber ich liebe dieses Game halt einfach. Anders kann man sie sagen. So, wir sind ja schon in der zweiten Runde. Können wir hier noch einen Sprung hinlegen? Ah, nee. Zählt leider nicht. Und dann haben wir das erste Rennen gewonnen. Ach, der José. 14 Sekunden Rückstand hatte der auf uns. Na, das soll doch mal was heißen, oder? So, Rennstyle-Punkte für Ruven. Style-Event, bla bla bla. Und jetzt werden halt die Style-Punkte zusammen addiert. Aus sauberer Abschnitt, saubere Runde, wie ihr seht. Und dann kriegen wir halt 2925, ja. Option hat dein Wagen aufs Cover gedruckt für, richtig, einen Rundkurssieg, denke ich mal. 625 kommen auf mein Konto, das ist sehr nice. Wir sammeln das Heftchen ein. Für das Erstellen eines Wagens mit einem Stern. Okay, das war nicht fürs Rundkursrennen, sondern für den Stern. Toll, da du jetzt auf Option Auto abgebildet bist, wird dein Wagen in Frankreich voll berühmt. Ja, danke dir. Ist halt ein bisschen buggy auf der PC-Version. Auf der PS2-Version war im Hintergrund Stadt oder so, wenn ich mich nicht irre. Haben sie, glaube ich, ein bisschen verbockt hier. Aber gut, was willst du machen? Machst du halt nichts, ne? So, wir können uns Felgen leisten. Wir müssten uns Felgen leisten können. Die haben wir halt alle noch nicht frei. Du kannst hier auch nicht einstellen, sage ich mal, wenn ich die jetzt auswähle, dass die größer werden. Sondern du hast halt links, oben steht der 16 Zoll. Und die anderen Räder sind halt einfach größer. Finde ich gut. Gibt ja diesen bekannten Bug, wenn du zum Beispiel ein Auto hast, wo diese 16 Zoll Felgen, diese König Rewind, zum Beispiel 17 Zoll sind, drauf machst und dann dir ein Auto eintauscht, wo die eigentlich kleiner wären, zum Beispiel wie bei dem Golf 4 jetzt 16 Zoll, da bleiben die 17 Zoll drauf. So, OZ, was haben wir denn hier? Die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Racing Hard, könnte man machen, aber ich muss ehrlich zugeben, die Enkai, die gefallen mir richtig gut, die RSE. Machen wir mal drauf. Kann man sich doch schon mal angucken, das Auto, oder? Was sagt ihr? Haben wir hier eigentlich Deacles? Scheiße, jetzt habe ich die alte wieder weggedrückt. Naja, was willst du machen? So, was machen wir hier mal drauf? Kenwood wäre eigentlich ganz geil, ne? Kenwood machen wir mal drauf. Ist ja eine Marke für Hi-Fi-Systeme. Und hinten... Hinten machen wir da überhaupt was drauf. Enkai machen wir drauf. Wir haben ja Enkai-Räder auf unserem Schlitten drauf, deswegen passt das ganz gut. So, wir gehen wieder auf die Rennkarte. Wie lange nehme ich schon auf? Ja, das geht noch. So, was machen wir denn als nächstes? Machen wir den Sprint. Den letzten beißen die Hunde. Ab geht's durch Downtown. Wer als erster die Baustelle am Flughafen passiert, sackt die ganze Kohle ein. Natürlich wieder auf schwer. Bring bis zu 4 Schichten Vinyl auf deinem Wagen auf. Ja, der Focus, der sieht schon recht cool aus. Und obwohl das nicht mein Auto ist, muss ich zugeben, haben sie den da richtig geil getuned. So, und da fahren wir mit unserem Golf GTI vor. Oh yeah. So, mal sehen, ob wir den Peugeot links neben uns gegen die Bande drücken können. Ja, komm. Nein, können wir nicht. Okay. Man kann es ja mal versuchen. So, ich versuche hier mal nebenbei ein bisschen wie Windschatten zu sammeln. So, hier rechts, da will ich rein. Da will ich rein. Danke dir. Gibt nämlich Style-Punkte. So, plus 100 Abkürzungen, ihr seht das. Und das Spiel funktioniert wirklich astrein mit dem One-Controller. Ich habe den einfach mit einem USB-Kabel mit dem PC verbunden. Dann verbindet er sich. Du musst halt die Treiber installieren.
Und dann erkennt das Spiel den Controller schon. Du musst es halt nur belegen und dann passt das Ganze. Richtig cool auf jeden Fall. Ich meine einfach die Technik. Du spielst ein Spiel aus 2003 mit einem Xbox One Controller. Das ist doch eigentlich schon so nice. So, hier haben wir zwei Sprünge. Whoop. Und das gibt abgehoben Punkte. Abgehoben. Nice. Und nochmal, hier ist wieder eine Abkürzung, die wollen wir nehmen. Jawohl. Ja, und für all auch die Leute, die zum Beispiel den Eddie, wenn ihr Need for Speed 2015 spielt, 2015, hier, ich rede schon so schnell heute, weil ich so aufgebracht bin, ich habe so Bock auf dieses Spiel. Wenn ihr euch wundert, wer ist denn dieser Eddie? Ja, ihr werdet das hier sehen. Ihr habt es ja schon gesehen, den Eddie habt ihr ja schon einmal gesehen. Unser Erzfeind hier sozusagen, ne? Noch nicht Erzfeind. Noch hat er ja noch nicht viel von uns gesehen. Aber das wird sich schon bald ändern. Und da haben wir das Sprintrennen auch gewonnen. Ja, das läuft doch einfach, oder? So, Brian. Ne, Bryce, nicht Brian. Aber einen Brian gibt's ja auch. Rosie mit dem Golf GD und Jackie mit dem Neon. Okay, da gibt's wieder ordentlich Punkte. Ordentlich Cash. Und wir drücken weiter. Nice. Oh, diese Musik, ne, ist einfach so episch. So, wir haben 950, können da aber nichts machen bei unserem Wagen. Deswegen machen wir hier weiter. Drift, hier geht's um Style und Raffinesse. Krass, Kid, das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Drift-Szene. Zeig mal deine Moves. Ich bin dort und stehe gern quer. Jawohl, beeindruck die Masse mit Tempo und Style. Mach viele Punkte, um deinen Ruf und Cash zu steigern. Ja, vier Runden hier auf der Driftstrecke 1. Ihr seht es schon im Hintergrund, das ist wirklich nur so ein Kreis, so ein Viereck. Eigentlich recht simpel. Kannst auch nicht viele Punkte machen. Ja, und das finde ich halt auch wirklich so geil. Du hast hier wirklich so Gegner, die dich das ganze Spiel über begleiten sozusagen, gegen die du antreten musst. Und du hast wirklich eine Figur, die du im Kopf hast, die du vor dir hast. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, in den Tutorial-Videos bekommst du Tipps und Tricks, wie du die Modi Drag und Drift meistern kannst. Brauchen wir nicht. Könnte ich euch aber mal zeigen, ne? Also ganz nebenbei. So, mal sehen, was hier geht. Mit dem Fronttriebler kann eigentlich nicht viel gehen, aber wir sind hier in einem Arcade Racer. Obwohl man wirklich sagen muss... Zum Beispiel, sagen wir mal, ein 350Z, den es ja hier in diesem Spiel gibt, ist ja ein Hecktriebler. Du merkst, au, du merkst schon den Unterschied irgendwie, ne? Gut, du kannst hier zwar immer noch mit driften, mit einem Fronttriebler, was in Wirklichkeit natürlich nicht geht, aber du merkst da wirklich einen kleinen Unterschied, meiner Meinung nach, wie sich hier ein Hecktriebler driftet und ein Fronttriebler oder ein Allradler. So, und sobald wir halt auf diese gestrichelten... Seitenbegrenzer kommen hier, seht ihr schon, dann gibt's ordentlich Bonuspunkte. Und wir sind hier locker in Front, Alter. Der Dirt ist aber Zweiter. Aber wir haben hier gewonnen, glaube ich. Ja, da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Mehr als das Doppelte haben wir hier. Der Dirt ist mit seinem 240 SX unterwegs, die Carla mit ihrem Lancer und der Karl mit seinem MX-5. 4705, Junge. Ja, bei den Driftrennen gibt es immer übelst viel Style-Punkte. So, wir haben ein Radio Shack X-Mod-Vinyl freigespielt. Und natürlich wieder die Kohle. Die Driftstrecke haben wir im Quick Race-Menü, im Quick Race-Modus auch freigespielt. Und weiter geht's. So, wir gucken uns mal eben das Vinyl an. Wo ist das? Unique müsste das sein, ne? Nee. Oh ne, ich finde das sowieso nicht schön. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon, also lassen wir das einfach weg. So, perfekte Schaltwege. Ich bin Derek, aber Klatsch für meine Freunde. Dich nenne ich Glückspilz, denn du wirst viel Glück brauchen, um mich zu schlagen. Aha, aha. Gut. Die Fakten. Vier Wagen, vier Spuren. So fährt man Drag-Rennen im Underground-Style. Zeigt Klatsch, wer hier das Sagen hat. Ist das eigentlich Zufall, dass der Typ Klatsch heißt? Weil Klatsch heißt ja, wenn ich mich nicht irre, auf Deutsch... Also auf Englisch ist Klatsch die Übersetzung von Kupplung, oder? Naja, was soll's. Ja, auf der 4th and Vine Reverse-Strecke müssen wir uns jetzt den Klatsch hier vornehmen. Was fährt der? Ich glaube, der fährt ein Neon, ne? Irgendwas war da. Ja, ich glaube, es müsste ein Neon sein. So, das müsste die Rosie sein. Da sind wir. Ja, ein Neon ist er. In einem hässlichen Neon.
So, wir haben perfekt geschaltet, das ist nice. Links seht ihr diesen Drehzahlmesser mit dem Balken. Sobald der grün leuchtet, müssen wir schalten. Das wird später noch richtig, richtig knackig schwer. Weil noch haben wir hier keine Tuning-Teile drin, sind richtig langsam. Ich benutze mal eben den Windschattenkollege. Hast du sicherlich nichts gegen, ne? Ah, der ist schon ganz schön fix, du. Kommen wir nicht mal mit Windschatten hinterher. Aber jetzt muss ich rüberziehen, damit ich ihm nicht hinten drauf fahre. Aber jetzt haben wir doch den Überschuss an Geschwindigkeit nutzen können. Schalten in den fünften Gang. Oh Mann. Wir werden hier siegen. Bis jetzt noch nicht einmal verloren, ne? Es ist leicht beängstigend. Und Ziel. Jawohl. 42 Sekunden und 56 Millisekunden. Das ist nicht so schnell. So, wir haben den Mitsubishi Lancer ES aus 2003 freigeschaltet und die Dragstrecke natürlich wieder fürs Quick Race Event. Gucken wir uns mal eben an, den Lancer. Handeln, da ist er auch schon. Ja, es ist halt die 7. Version vom Mitsubishi Lancer, glaube ich. Oder die 6. glaube ich nur, ne? So, und wenn ich jetzt hier die Leistung deines Wagens, seht da oben steht Leistung deines Wagens, und wenn ich jetzt einmal A drücke, ja, da verändert sich nichts. Warum? Weil wir nichts getuned haben. Können wir mal bei den anderen gucken. Achso, ich habe nicht genug Geld. Alles klar, dann habe ich nichts versucht. Wie lange? Achso, wir haben schon genug. Gut, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Wir haben noch dieses eine Runden-K.O.-Event für die nächste Folge dann offen. Und ja, ich bedanke mich wirklich freundlichst zum 10.000 Mal bei euch, dass ihr dabei seid. Und würde mich super freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Denn dieses Projekt bedeutet mir wirklich sehr viel, weil es halt wirklich mein Lieblingsgame ist. Und daher würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben da lasst oder gegebenenfalls auch ein Abo. Und da würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Macht's gut, ciao.